Schwimmer und Geocacher, Sicherheitsforscher, Security-Forscher, Professor an Purdue University in Indiana. Und wir hören jetzt Matthias Peyer über neue Memory Corruption-Angriffe. Vielen Dank für die Einführung. Thanks, guys. Wait with the applause Vielen Dank. Bitte mit dem Applaus warten. Das ist nicht nur meine Arbeit, sondern zusammen mit einigen Studenten, denen ich auch danken möchte und vielen Orten, auch Purdue University und Berkeley und einige ETH anderen. Zürich. Okay. Ich möchte dann noch Nicolas Carlini, der viel der Programmierarbeit gemacht hat. Und das gibt mir die Gelegenheit, auch noch hinzuweisen auf ein Demo, was ich am Ende des Vortrags zeigen werde. Und es ist nicht nur über Memory Corruption, sondern eine ganze Reise, die wir unternommen haben. Und am besten kann man sagen, Dr. Strangelove oder wie ich lernte, den Segfault zu lieben. In den letzten Jahren habe ich viel gearbeitet, mit Software gearbeitet und verschiedene Arten von Verwundbarkeiten, Memory Corruption und viele schlechte Dinge, die passieren können. Und ich habe gelernt, dass wir in einer Welt leben, wo alle Software, die auf unserem System läuft, unsicher ist und Low-Level-Sprachen wie C und C++ haben keine Speichersicherheit und haben dafür mehr Performance. Und der Programmierer ist verantwortlich dafür, aber man verliert halt die Sicherheit, den Speicher zu schützen und hat dafür mehr Performance. Und der Programmierer ist verantwortlich für alle Überprüfungen, muss das alles im Source-Code implementieren. Und wenn diese Überprüfungen fehlen, dann kann es einfach hochgehen. Und es ist nicht nur eine große Anzahl von alten Programmen, die bei uns laufen, sondern auch ganz viele neue Programme, die gerade jetzt noch geschrieben werden in C oder C++ und haben ganz viele Probleme mit Speichern. Und selbst Firmen wie Google oder so, die sehr, sehr streng auf Coding-Standards achten, und selbst die haben ganz viele Verwundbarkeiten. Und zum Beispiel im Google Chrome Browser. Während es wichtig ist, solche Probleme zu finden und zu fixen, müssen wir auch die Integrität unserer Systeme wahren durch zusätzliche Sicherheitsmechanismen zur Laufzeit. Und wenn man die letzten 2 Jahre oder die letzten Monate auch nur anguckt, dann gab es ganz viele Verwundbarkeiten und wir suchen nach stärkeren und besseren Verteidigungsmechanismen. Und einer der bekanntesten war natürlich Heartbleed, was einfach alle Schlüssel für Verschlüsselungen kompromittiert hat, und Shellshock gab es, die einfach die Ausführung von Kommandos erlaubte auf verschiedenen Servern. Und dann gab es welche, wo einfach Memory Corruption relativ einfach erzeugt werden konnte. Und es gibt eine Riesenmenge von Speicherunsicherheit in den Programmen, mit denen wir uns befassen müssen. Viele verschiedene Sicherheitsgarantien und Mechanismen brauchen wir dafür. Und ich möchte jetzt über die verschiedenen Speicherunsicherheitsprobleme reden und etwas Hintergrundinformationen. Im Grunde geht es immer bei diesen Verwundbarkeiten gibt es immer einen ungültigen Verweis, zum Beispiel einen Dangling-Pointer, ein Pointer in einer Low-Level-Sprache zeigt auf ein Objekt. Und dann wurde das Objekt freigegeben vom Programmierer und dann wird anschließend noch auf diesen Pointer zugegriffen. Und die andere Möglichkeit ist ein Pointer, der außerhalb des Bereichs ist. Irgendwann zeigte dieser Pointer auf ein gültiges Objekt und dann während der Ausführung des Programms wurde der Pointer verschoben und zeigte außerhalb des Objekts und zeigt auf eine ungültige Memory-Adresse, Speicheradresse, und er wurde
außerhalb der zulässigen Grenzen bewegt. Und es ist nur eine Verletzung, wenn der Pointer anschließend benutzt wird, wenn er gelesen oder geschrieben wird. Und wenn man Dangling Pointer hat oder Out of Bounds Pointer, ist kein Problem, wenn man sie nicht benutzt anschließend. Und das macht es auch so schwer, diese Bugs zu finden, denn es wird nur dann wirklich ein Bug, wenn man diesen Pointer, der auf ein ungültiges Objekt zeigt, tatsächlich benutzt. Und in den meisten Programmen sind ganz viele ungültige Pointer in Programmen, die nicht benutzt werden. Und deswegen findet man die Probleme nicht. Und viele Angriffe basieren auf diesen Memory-Unsicherheitsproblemen. Wenn der Hacker dann versucht, bestimmten Code auszuführen oder Code einzuschleusen und anderes Verhalten auszulösen will, was nicht vorgesehen war. Oder es gibt Angriffe, wo der Hacker, der Angreifer nur Daten ändert, die dann benutzt werden von dem Programm und den internen Zustand des Programms ändern, um ein bestimmtes Verhalten auszulösen. Heute beschäftigen wir uns mit der Ausführung von Code, denn das ist normalerweise das, was ein Angreifer will. Er will Code ausführen auf einem Computer, um zusätzliche Möglichkeiten zu erlangen. So, wie funktioniert das, ein Kontrollflussangriff? Im Wesentlichen auf einer abstrakten Ebene können wir ein Programm darstellen als einen Kontrollflussgraphen und die Ausführung des Programms folgt diesem Kontrollflussgraphen und geht von einem Knoten zu einem anderen Knoten und führt dabei das Programm aus. In diesem Beispiel haben wir eine kleine Schleife mit einer Bedingung und da kann der Kontrollfluss aus der Schleife rausgehen. Während das ausgeführt wird, bewegt sich die Ausführung durch diesen Kontrollflussgraphen. Und es bewegt sich von einem Knoten zum anderen Knoten, während das Programm ausgeführt wird. Ein Angreifer zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte möglicherweise einen Pointer verändern, zum Beispiel Rückkehr aus einer Funktion oder indirekte Sprünge oder indirekte Aufrufe. Und kontrolliert damit, wie der Kontrollfluss von einem Knoten, von einem Block zu einem anderen fortschreitet. Und wenn der Angreifer das beeinflussen kann, dann kann er die Ausführung des Programms an eine andere Stelle umbiegen. Um so einen Code-Pointer umzubiegen, verlässt der Kontrollfluss den gültigen Bereich und führt neue Befehle aus an einem anderen Ort im Speicher und verlässt damit den gültigen Kontrollflussgraphen. Und der Angreifer kann verschiedene Teile des existierenden Codes benutzen, um zusätzlichen Code einzufügen, um Rückkehrinstruktionen zu verändern oder zu benutzen, bestehenden Code zu benutzen, um andere Sprünge damit durchzuführen, anderen Rückkehr. Also, wir haben hier eine kleine verwundbare Funktion, einige Zeilen C-Code und nehmen wir einfach mal an, dass der Attacker die beiden Parameter kontrolliert, die dieser Funktion übergeben werden, User und User 2. Wir haben außerdem einen Funktionspointer, der woanders irgendwo definiert wird, aber der Angreifer kann diese Parameter benutzen, die hier übergeben werden, an die Funktion, um einen Teil des Funktionspointers zu überschreiben, wie wir später werden sehen. Das zugrunde liegende Problem ist, dass der Angreifer es erzwingen kann, dass hier ein Speicherzugriff, ein Speicherschreibzugriff außerhalb der erlaubten Grenzen stattfindet und dann durch Dereferenzieren des Pointers hier wird also ein Pointer verschoben und dann geschrieben und dann wird dann darauf geschrieben. Wenn wir uns den Stack oder den Speicherlayout anschauen, dann sehen wir hier die Variablen Q, den Buffer, den Function Pointer und wir haben hier auch ein Stück Code am unteren Ende. Also am Anfang in einem gültigen Ablauf wird Q irgendwie in den Puffer zeigen und dann wird anschließend hineingeschrieben und kann auf legitime Weise benutzt werden. Aber der Pointer, dadurch, dass hier der Pointer Q verschoben wird, kann man dafür sorgen, dass das Q anschließend auf den Funktionspointer zeigt. Und während wir dann weitergehen, wenn Q dereferenziert wird, kann also der Funktionspointer überschrieben werden. Und
kann dafür sorgen, dass er dann in den Code weiter unten zeigt. Und während das Programm sich ausgeführt wird und dann diesen Pointer dereferenziert, diesen überschriebenen Funktionspointer, kann der Angreifer dann Code ausführen, der vom Angreifer kontrolliert wird und dann alles Mögliche machen. Das sind also die Grundbausteine, die wir in Angriffen haben heutzutage, was also Angreifer nutzen, um Kontrolle zu erhalten über ein Programm. Zuerst haben wir eine Speicherunsicherheit oder die Verletzung von Speichersicherheit und ein Angreifer benutzt dies, um seinen Exploit, seine Ausnutzung aufzubauen und der Kontrollfluss der Applikation verlässt dann den definierten Kontrollfluss und der Angreifer führt beliebigen Code aus. Wir haben aber Sicherheitsmaßnahmen, ja? Nicht wahr? Es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen für Sicherheitsmechanismen, die in den letzten paar Jahren erschienen sind. Und es gibt also einen großen Strauß von Verteidigungsmechanismen für solche Angriffe. Lasst uns mal schnell durch einige von denen durchgehen, was hier die Begrenzungen sind, was noch möglich ist. Fangen wir an mit Data Execution Prevention, also die Verhinderung von Ausführung von Daten, dass wir also Schreibzugriff entfernen von Teilen des Speichers. Bevor es Data Execution Prevention gab, konnten wir unseren neuen Code einfach irgendwo injizieren, auf dem Stack oder auf dem Heap, und der Attacker, der Angreifer, konnte einfach die Ausführung zu diesen Speicherorten umlenken und dann diesen Code ausführen. Aber seitdem es Data Execution Prevention gibt, müssen Angreifer sich beschränken darauf, vorhandenen Code zu verweisen. Dies stellt also sicher, dass wir nicht mehr einfach irgendwelchen neuen Code wie Shellcode injizieren können oder andere Codestücke, die durch den Angreifer benutzt werden könnten, um seine oder ihre Privilegien zu erhöhen. Das andere ist die Address Space Layout Randomization, also die zufällige Verwürfelung des Layouts des Adressspeichers. Vorher gab es die Möglichkeit, dass man, vorher hatte man bekannte Speicherorte für bestimmte Teile einer Applikation, die werden jetzt einfach durcheinander geworfen, was es schwieriger macht für den Angreifer zu raten, wo die genauen Orte sind, um die es geht. Dies ist natürlich verwundbar durch Informationslecks. Wenn der Angreifer lernt, wo bestimmte Teile sind, kann er einen Exploit bauen, der gegen diese Verteidigungsmechanismen immun ist. Es gibt dann bestimmte Mechanismen wie Warnwerte auf dem Stack oder sichere Behandlungen von Ausnahmesituationen, von Fehlern. Das sind Mechanismen, die uns von vor einigen dieser Verwundbarkeiten schützen. Aber diese Verteidigungsmechanismen sind nicht vollständig, höchstens teilweise wirksam, machen die Angriffe schwerer, aber stoppen sie nicht komplett. Address Space Layout Randomization und Data Execution Prevention sind außerdem nur wirksam, wenn sie kombiniert werden, wenn sie zur gleichen Zeit auf einem System benutzt werden. Denn wenn man Data Execution Prevention durchbricht, kann man neuen Code injizieren. Wenn man die Randomization des Adressspeichers durchbricht, dann kann man einfach mit Sicherheit neu existierenden Code neu ausführen. Ich sagte schon, dass es um Informationslecks geht, um die Orte bestimmter Codestücke zu schließen, und dann kann man dann nutzen. Und auf Desktop-Systemen sind solche Informationslecks ziemlich häufig. Es ist möglich, Informationslecks in verschiedenen Stücken von Software zu finden. Auf Servern in den letzten paar Jahren sind Code-Wiederbenutzungsangriffe weniger geworden, weil es einfach nicht so viele Informationslecks auf Servern gibt. In diesem Sommer haben wir gearbeitet an einem Angriff, der die ASLR-Informationen bekannt gibt für alle aktuell laufenden virtuellen Maschinen, für verschiedene Windows-Versionen und Linux-Versionen, indem wir
die Speicherduplizierungsroutinen nutzten, die viele Cloud-Infrastrukturen haben. Und dadurch konnten wir mehr oder weniger herausfinden, wo die Basisadressen für zufällig durcheinander gewürfelten Speicher sind und konnten dann also, wir konnten durch die verfügbaren Entropie-Bits von ASLR iterieren. Für weitere Informationen verweise ich euch auf das Papier und einen weiteren Talk. Die anderen, zwei von den anderen, die hier daran gearbeitet haben, sind hier anwesend und können auch erreicht werden für Fragen. Also, der Stand für diese Verteidigungsmechanismen ist also komplett unvollständig und es gibt immer noch viele Möglichkeiten, aktuelle Systeme anzugreifen. Aber es muss auch irgendwo einen Geheimplan geben, der uns schützt gegen viele dieser neuen Angriffe schützt. Wir müssen uns irgendwie verteidigen gegen all diese neuen Exploits. Die Wissenschaft hat also hunderte von verschiedenen Vorschlägen generiert, wie wir uns gegen diese verschiedenen Speichersicherheitsverwundbarkeiten schützen können. Viele davon sind nicht praktikabel, weil es hohe Performance-Einbußen gibt oder Inkompatibilitäten mit existierender Software. Aber zwei Vorschläge, die mehr und mehr Impulsenergie gewinnen, sind Stack Integrity und Control Flow Integrity. Dieses sehen wir immer mehr und mehr in Benutzung. Fangen wir mit Stack Integrität an. Wir wollen jetzt erzwingen, dass ein zusätzlicher Satz von Restriktionen eingehalten wird auf den Return Instructions. Das Zurückkehren von einer Funktion zur aufrufenden Funktion ist eine sehr gut definierte Funktion. Es ist normalerweise sehr eindeutig. Man kann nur zu einem ganz bestimmten Punkt zurückkehren, zu einer bestimmten Zeit während der Ausführung des Programms. Aber auf dem Hardware-Level ist das nicht eine beschränkte Operation, weil die Return-Instruktion implementiert ist auf allen existierenden Hardware-Architekturen. Dies läuft so ab, dass einfach der Codepoint vom Stack abgelesen wird und dann zu dieser eigentlich willkürlichen Lokation zurückgekehrt wird. Und was man jetzt macht, ist, man nimmt die Semantik der höher gelegenen, der abstrakteren Programmiersprache und bekommt dann Informationen, was sind die eigentlich die gültigen, die erlaubten Rücksprungziele. Man hat dann einen sogenannten Schattenstack und wenn man zum Beispiel diese Code-Schnipsel haben hier, wo wir sehen, dass die Funktion foo entweder aus der Funktion a oder b aufgerufen werden kann, daraus können wir dann herausfinden, dass der Rücksprung eben diese Beschränkungen hat. Auf dem Hardware-Level, während wir foo ausführen, könnten wir im Prinzip zu irgendeinem ausführbaren Byte des Speichers zurückkehren, in dem Image des ausführenden Prozesses. Aber mit Stack-Integrität können wir nun beschränken, dass wenn A foo aufruft, wir nur in die Funktion A zurückkehren, wenn wir foo beenden. Und wenn wir andererseits foo aus B heraus aufrufen, können wir sicherstellen, dass foo nur in B zurückkehren kann zu dieser Zeit. Und dadurch können wir sicherstellen, dass die Garantien der abstrakten Programmiersprache und die Semantik der Programmiersprache auch in dem darunterliegenden Maschinencode, der ausgeführt wird, eingehalten werden. Und wir haben dadurch diesen statischen, wohldefinierten Graph. Das andere Prinzip, über das ich gerne reden würde, ist Control Flow Integrity, also die Integrität des Kontrollflusses. Auf dem Konzept Level wird hier sichergestellt, dass die Ausführung des Programms niemals diesen statischen definierten Kontrollflussgraph verlässt. Um dies sicherzustellen, müssen wir zunächst mal diesen Graph konstruieren, statisch, und für jeden individuellen Kontrollflusstransfer müssen wir nun die Menge der erlaubten Ziele herausfinden. Während der Laufzeit machen wir dann einen Check. Sobald es einen Transfer des Kontrollflusses gibt, schauen wir nach, ob das Ziel irgendeines der erlaubten Ziele ist, das wir vorher herausgefunden haben. Und wenn das der Fall ist, kann der Fluss fortgesetzt werden und sonst beenden wir die Applikation. Um dies hier symbolisch zu zeigen,
wenn wir einen Funktionspointer dereferenzieren und ausführen. Ohne Kontrollflussintegrität können wir letztendlich jedes mögliche ausführbare Byte im Speicher erreichen. Es gibt keinerlei Restriktionen auf dem Maschinencode-Level. Wenn wir dann zurückkehren, können wir zu jeder beliebigen Instruktion zurückkehren. Mit Kontrollflussintegrität haben wir weitere Restriktionen. Wir überprüfen den Funktionspointer. Ist er in der Menge der erlaubten Sprungziele? Wenn nicht, beenden wir die Applikation. Das gleiche für die Rücksprunginstruktion. Wir überprüfen das aktuelle Rücksprungziel, vergleichen das mit dem statisch determinierten Set, dem Satz von erlaubten Zielen für einen Rücksprung und erlauben es nur, wenn es in dieser Menge, dass das Rücksprungziel in dieser Menge sich befindet. Dies ist also ein wenig verschieden von der Stack-Integrität, die ich vorher vorgestellt habe. Und wir werden ein größeres Beispiel in kurzer Zeit sehen. Aber was hier im Wesentlichen passiert ist, dass mit Kontrollflussintegrität der Angreifer durchaus in den Speicher schreiben kann, zu jeder Zeit. Und die darunterliegende Sicherheitsverletzung darf passieren, nur zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn der Codepointer benutzt wird, wird er verifiziert. Und es gibt eine gewisse Zeit, die vergeht zwischen der Speicherkorruption bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Codepointer überprüft wird. Und der Angreifer kann in diesem Zeitfenster einen Einfluss ausüben. Aber gehen wir zurück zu dem Beispiel mit den beiden Aufrufern für die Funktion Foo. Mit einer Kontrollflussintegrität auf dem Stack, wenn A Foo aufruft, dann kann Foo später entweder zu A oder B zurückkehren. Beides sind gültige Ziele. Die Analyse, die durch den Code gesucht hat, hat sowohl A und B als aufrufende Funktionen von Foo gefunden. Deswegen sind A und B natürlich auch gültige Rücksprungziele, wenn wir aus Foo zurückkehren. Und vielleicht kann der Eingreifer dies benutzen, um für seinen oder ihren Vorteil, um den Kontrollfluss umzuleiten, entweder zu A oder zu B, weil beide Ziele grundsätzlich erlaubt sind während der Laufzeit, verglichen mit dem statisch festgestellten Satz von Zielen. So, jetzt kommen wir zu neuartigen Code-Wiederbenutzungsangriffen. Einer davon heißt Control Flow Bending, also Kontrollfluss verbiegen. Und das ist, andere haben den größten Teil dieser Arbeit gemacht. Und einer von denen ist bei University of California in Berkeley. Und die Idee ist, dass man nicht den Kontrollfluss übernimmt und auf eine völlig neue Ziele umbiegt, sondern wir verbiegen den Kontrollfluss nur ein ganz bisschen anhand des gültigen Kontrollflussgraphen. Das heißt, es ist nicht sichtbar, dass es zu neuen Zielen umgelenkt wird. Also wenn wir eine Ausführung anguckt, das heißt, jeder einzelne Kontrollflussübergabe ist gültig, aber die gesamte Abfolge von Kontrollflussübergängen ist dann nicht mehr gültig. Aber wenn wir einen einzelnen Kontrollflussübergang angucken, dann kann der unter Umständen nicht möglich sein, wegen der Constraints, die dort gelten. Aber jeder Kontrollfluss selbst an sich allein ist gültig. Und dies kann uns erlauben, Control Flow Integrity zu umgehen, wie wir gleich sehen werden. Die zugrunde liegende Beschränkung von Control Flow Limitation ist, dass es zustandslos ist. Und es wird alles ohne Zustand überprüft, ohne den Kontext überprüft. Und das heißt, jede Verbiegung des Kontrollflusses entlang von gültigen Kontrollflussübergängen ist gültig anhand von dem, was die Control Flow Integrity überprüfen kann. Und in diesem abstrakten Kontrollflow-Graphen passt es zu dem gültigen Verhalten. Und ich rede nicht über schwache Formen von Kontrollflussintegrität, sondern schwache Kontrollflussintegrität ist schon lange kaputt und das ist schon bekannt. Es gibt ganz viele Papers dazu, die auf verschiedenen Security-Konferenzen gezeigt wurden im letzten Jahr, dass
schwache Kontrollflussintegrität schon kaputt ist. Microsoft hat einen Kontrollfluss, Control Flow Guard, die Control Flow Integrity ist und eine schwache Control Flow Integrity und kann mit allen den hier gezeigten Methoden überwunden werden. Das macht den Angriff vielleicht ein bisschen schwerer oder in manchen Fällen macht es den Angriff schwerer, aber es verhindert ihn nicht. Das heißt, jetzt gehen wir über zu starker Kontrollflussintegrität. Und die Annahme hier ist, dass wir definieren ganz genau, so genau wie möglich, den Kontrollflussdiagraphen. Das heißt, wir nehmen an, dass es keine Annäherung gibt. Und jede mögliche Analyse zur Kompilationstime hat immer eine zu hohe Annäherung und wird deswegen ungenau. Aber wenn wir annehmen, dass es keine übermäßige Annäherung gibt und dann zeigen können, dass der Kontrollflussgraph kaputt ist, dann können wir zeigen, dass jede mögliche Kontrollflussintegritätsimplementation gebrochen werden kann, überwunden werden kann. Und wenn wir annehmen, dass es eine Stack-Integrität gibt und dann haben wir vollständig präzise Control-Flow-Integrität. Und ein Transfer ist nur erlaubt, wenn ganz genau die möglichen Ziele bekannt sind. Wir gucken mal auf zwei verschiedene Arten von Kontrollflussintegrität an. Die erst mit und dann ohne Stack Integrity. Der Einfachheit halber gucken wir mal auf Kontrollflussintegrität mit, ohne Stack Integrität. Wir haben nur ganz kleine Mengen von möglichen Zielen innerhalb von dem Kontrollflusstransfer. Und was ist der beste Angriff, den wir unter diesen Bedingungen machen können? Idealerweise haben wir eine Art von Return of Program. Wenn das Ziel des Angreifers ist, einen Pfad zu finden, zum Beispiel zu der Funktion System im Kontrollflussgraphen, dann müssen wir eine Anzahl von Constraints finden und Speicherzielen, die wir beschreiben müssen, um den Kontrollfluss des Programms an diesem Pfad entlanglaufen zu lassen. Und als zweiten Schritt müssen wir dann die Argumente, die der Systemfunktion übergeben werden, kontrollieren. Wir sind immer beschränkt durch die Anzahl von Verletzlichkeiten, Verwundbarkeiten, die wir überhaupt nutzen können. Wie sieht so ein Graph nun aus? Lange dachten wir, dass dieser Kontrollflussgraph ein super komplexer Graph sei, der sehr kompliziert ist und wo es fast unmöglich sein würde für einen Angreifer, einen Pfad zu finden von der eigentlichen Verwundbarkeit durch den komplexen Graph, all die verschiedenen Argumente und Einschränkungen zu nutzen, um dann wirklich den System Call am anderen Ende zu erreichen. Die Idee ist also, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Angreifer so einen Pfad finden kann. Aber wie sieht ein Kontrollflussgraph wirklich aus? Tatsächlich haben wir gefunden, dass es eine große Menge von Funktionen gibt, die grundsätzlich verbunden sind in so einem Kontrollflussgraph zwischen all diesen verschiedenen Orten. Es gibt all diese Funktionen wie memcopy, malloc und einen Haufen von anderen printf, die mehr oder weniger jeden Punkt des Kontrollflussgraphen mit jedem anderen beliebigen Punkt verbinden. Diese Funktionen werden von überall aufgerufen und viele dieser Funktionen können ihre eigene Rücksprungadresse überschreiben oder später eine Funktion aufrufen, die Rücksprungadresse überschreibt. Und unter der Policy der Kontrollflussintegrität ist es so, dass wir, sobald wir eine solche Funktion finden, wir zu jedem möglichen Aufruf dieser Funktion zurückkehren können und dadurch beliebige Punkte des Kontrollflussgraphs direkt miteinander verbinden können. Und dann können wir einfach einen Pfad finden durch den Kontrollflussgraphen von der Verwundbarkeit zu dem Aufruf von System und die Argumente kontrollieren und der Angreifer gewinnt. Diese sogenannten Dispatcher-Funktionen werden oft aufgerufen. Die Argumente der Funktion können vom Angreifer kontrolliert werden durch verschiedene Formen von Speicherkorruption, die wir diskutiert haben. Die Dispatcher-Funktionen überschreiben vielleicht ihre eigene
Rücksprungadresse. Wenn wir uns also Memcopy anschauen, wo der Angreifer diese drei Argumente bereitstellen kann, wir nutzen hier diese Memcopy-Funktion, um den eigenen Rücksprungwert zu überschreiben und zwei beliebige Punkte des Kontrollflussgraphen zu verbinden. Wir machen eigentlich eine Abkürzung durch diesen Graphen und legen dann den Kontrollfluss durch diese Abkürzung zu unserem Ziel. Und wir können im Wesentlichen die Daten des Angreifers dann übergeben, die Rücksprungadresse überschreiben, eine Abkürzung finden, in der Nähe von System herauskommen im Kontrollflussgraphen und dann System ausführen. Wir können also mit Kontrollflussintegrität ohne Stackintegrität als gebrochen ansehen, als kaputt ansehen. Die zustandslosen Verteidigungsmechanismen sind nicht ausreichend für Stack-Angriffe. Diese Dispatcher-Funktionen sind recht häufig zu finden und wir können verschiedene davon finden, die mehr oder weniger von überall aufgerufen werden. In den Standard-Libraries werden sie überall verwendet, aber auch in dem eigentlichen Code des Programms. Der Angriff ist jetzt abhängig von dem Programm. Während also die Angriffe den Angriff nicht unmöglich machen, machen sie ihn wenigstens schwerer. Der Angreifer muss zumindest herausfinden, welche Dispatcher-Funktionen da sind und dann die entsprechenden Abkürzungen finden, aber der Angriff ist immer noch möglich. Also es sieht so aus, als ob wir jetzt ein Problem haben. Wir haben immer noch den Angriff schwieriger gemacht. Immerhin ein anderer Angriff, der vorgestellt wurde vor recht kurzer Zeit, ist gefälschtes, objektorientiertes Programmieren. Nicht meine Arbeit, auch nicht die von meinen Kollaboratoren, aber ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Beispiel, ein sehr, sehr schöner Angriff, der hier erwähnt werden sollte. Die zugrunde liegende Idee ist, dass eine Funktion ein Gadget für sich selbst sein kann. Man kann sie verbinden und verschiedene Teile zusammenfügen, gefälschte Objekte und dann interessantes Verhalten bekommen. Wenn wir uns diesen C++-Code anschauen, wo wir eine kleine Klasse definieren und dann hier einen kleinen Destruktor haben, der natürlich virtuell ist, das Virtual Schlüsselwort in C++ sagt dem Compiler, hey, ich möchte, dass dies ein indirekter Aufruf wird. Das gibt es die Möglichkeit, die Ausführung umzuleiten, denn wir haben gerade gehört, dass indirekte Calls, indirekte Aufrufe das zugrunde liegende Prinzip sind für all diese Kontrollflussangriffe. Und dann wiederum in diesem Beispiel, hier in diesem Destruktor, da iterieren wir einfach durch eine Liste von Studenten, die dann alle deallokiert werden und wir führen hier alle möglichen virtuellen Funktionen auf all diesen Objekten auf, die wir gesammelt haben. Nun stellen wir uns vor, dass der Angreifer die Liste der Studenten kontrolliert, die wir haben, oder das Feld von Studenten, dann kann er auf einmal einen Satz von virtuellen Zielen generieren, diese dann wiederverwenden, die virtuellen Tabellen wiederverwenden, um beliebigen Code auszuführen. Als zweiten Schritt können diese verschiedenen Formen virtueller Tabellen benutzt werden und auf neue Weise zusammengefügt werden. Es gibt verschiedene Formen von arithmetischen Gadgets, anderen Gadgets. Zum Beispiel in diesem einfachen Update Score haben wir ein arithmetisches Gadget, das wir kombinieren können. Hier ein Memcopy Gadget. Der Attacker kann also diese Dinge einfach zusammenflicken, zusammennähen. Es wurde hier eine interessante Technik vorgestellt, die es erlaubt, Objekte übereinander zu legen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Speicher unter der Kontrolle des Angreifers ist. Also anstatt, dass wir jedes Objekt hier für sich selbst haben, können diese Objekte sich überlagern und das Memory-Layout, das Speicher-Layout für zum Beispiel das Exam-Objekt sieht vielleicht so aus, wie auf der rechten Seite jetzt zu sehen ist in der Folie. Und der Angreifer kann nun verschiedene existierende Felder benutzen und dort andere Objekte hineinlegen und verschiedene Arithmetik-Gadgets benutzen, um zum Beispiel die virtuelle Pointer-Tabelle zu aktualisieren.
und etwas anderes Pointer-Ziel hier einzutragen. Durch diese Objekt-Overlays kann man also verschiedene Gadgets zusammenflicken und verschiedene beliebige Code-Ausführungen erhalten. Dies sieht also ziemlich schlecht aus, wenn wir diese beiden Angriffe kombinieren. Das Verbiegen vom Kontrollfluss und das Benutzen von gefälschten Objekten. Aber wir haben eine große Menge von Kontrollfluss-Verteidigungsmechanismen, die wir als Vorschlag haben. Wie widerstehen Sie all dieser Art von Angriff? Wir haben hier verschiedene Kontrollfluss-Integritätsmechanismen, die vorgeschlagen worden sind, entweder in der Wissenschaft oder durch Google oder Microsoft und andere. Also es gibt Lockdown, dies erzwingt eine dynamische Kontrollfluss-Policy, in dem eine Form von binärer Analyse verwendet wird. Man braucht keinen Source-Code dafür. Es gibt MCFI und PyCFI, verschiedene Kontrollfluss-Integritätsmechanismen, die eine volle Analyse zur Compile-Zeit erfordern. Es gibt LLVM-CFI von Google, vor kurzem veröffentlicht und ist jetzt dabei, in neue Releases von LLVM hineingefügt zu werden. Dann gibt es EFCC von Google, letztes Jahr präsentiert. Dies wurde allerdings inzwischen verändert und wieder zurückgezogen. Wir werden bald sehen, warum das geschehen ist. Und dann gibt es von Microsoft Control Flow Guard. Es gibt viele, viele andere, die verschiedene Subregeln, Sub-Policies implementieren. Also um nochmal einen Zusammenhang von CFI zu zeigen, um die Stärke der Verteidigung hängt ab von den Klassen, die wir haben. Und wenn wir ein bestimmtes Stück Programmcode haben mit Kontrollflusstransfer, wie es auf der linken Seite stehen, dann können alle diese Instructions benutzt werden, um den Kontrollfluss umzubiegen auf eine andere Stelle. Und alle Control Flow Integrity Analysen geben eine Menge von Äquivalenzklassen zurück, die eine Menge von Zielen zurückgeben. Und in diesem Beispiel zeige ich drei verschiedene Äquivalenzklassen. Und die letzten beiden Instruktionen benutzen dieselbe Äquivalenzklasse. Und mehrfacher indirekter Kontrollflusstransfer kann dieselben Ziele erlauben. Und hier ist noch die Größe dieser Äquivalenzklasse, die zeigt, wie viele Möglichkeiten der Angreifer hat, um den Kontrollfluss umzubiegen auf eine andere Stelle. Und idealerweise wollen wir ganz viele Äquivalenzklassen haben, die jeweils ganz klein sind. Und je kleiner die Größe ist, idealerweise wäre die Größe einer Äquivalenzklasse 1 und dann gibt es gar keine Möglichkeit, den Kontrollfluss umzubiegen. Aber am besten, idealerweise sollten die also so klein wie möglich sein, die Äquivalenzklassen. Wir haben die Präzision angeguckt von Forward Edge und wir haben die Größe der Äquivalenzklassen angeguckt und haben hier Graphen, wo wir den Median zeigen mit dem roten Pfeil von der Größe der Äquivalenzklassen und 25 und 27 mit den kleinen Pluszeichen werden verschiedene Ausreißer angezeigt. Die verschiedenen CFI-Policies auf der X-Achse und die Dynamic zeigt die Anzahl der möglichen Ziele und wenn wir diese Programme, wir haben diese Programme alle ausgeführt und haben gemessen, wie viele verschiedene Ziele genutzt wurden. Und wenn wir diese verschiedenen Locations angucken, dann sehen wir eine große Menge von indirekten Kontrollflusstransfer und diese Policies erlauben alle verschiedene Ziele. Unter der dynamischen Policy sind nur ganz wenige Ziele erlaubt. Und dies ist eine logarithmische Skala, sollte ich vielleicht noch sagen. Das heißt, je höher das ist, desto mehr Transfers sind erlaubt. Ich wollte
noch auf einige interessante Sachen hinweisen. Für IFCC an vielen Stellen kollabieren die Äquivalenzklassen oft in eine einzige Menge. Das heißt, alle möglichen Klassen können dieselben Klassen benutzen. Das heißt, es ist eine sehr schwache Form des CFI, die erlaubt, alle Targets wieder zu verwenden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum IFCC zurückgezogen wurde von Google. Und hier sehen wir bei Lockdown, dass der Spread sehr groß ist. Und es gibt ganz viele, ein Outlier hier, der ganz, ganz viele Transfers ermöglicht. Und das liegt an einem Problem mit der Binäranalyse, wo zusätzliche Symbole erforderlich sind. Und es gibt normalerweise immer eine Library, die keine Symbole zur Verfügung stellt. Und dann sind ganz viele Möglichkeiten des Transfers gegeben. Und man kann nicht alle Informationen wieder erlangen von allen möglichen Zielen in dem Code. Hier ist noch MCFI und PyCFI. Und für die meisten Programme liefern sie ungefähr die gleiche Präzision, aber PyCFI beschränkt manchmal die Anzahl der erlaubten Transfers aufgrund einer zusätzlichen Laufzeitanalyse, die dort gemacht wird. Und hier ist auch noch ein neues LCFI, was im Wesentlichen die zweite Version von IFCC ist, von das Google kürzlich freigegeben hat. Und in neueren LVM-Releases. Und es sieht aus, als wäre es viel näher an dem Limit oder an dem minimal möglichen Anzahl von Transfers verglichen mit der alten Version. Und wir gucken mal auf eine Zusammenfassung von allen diesen verschiedenen CFI-Mechanismen. In dem Graphen eben haben wir gesehen, nur auf der vorderen Kante, was ist die Präzision für indirekte Sprünge und ist die hintere Kante und Backward Edge und die Wichtigkeit, diese auch zu schützen gegen Control Flow Bending. Und wir sehen, dass die ersten drei IFCC, Microsoft Control Flow GLAR und LLVM, CFI, haben im Wesentlichen keinen Schutz hier verglichen. Und das macht Control-Flow-Bending trivial und es einfach wieder zusammenzubauen, um den Control-Flow umzubiegen. Bei MCFI und PyCFI gibt es etwas Schutz hier und es macht Control-Flow-Bending viel schwerer und ermöglicht diese Dispatcher-Funktion. Für Lockdown, wegen der starken des Schadenschutzes an der Backward Edge müssen wir Control Flow Bending an der Forward Edge machen, was den Angriff viel schwieriger macht. Aber wegen der Beschränkungen der statischen Binary-Analyse können wir trotzdem immer noch mögliche Angriffsziele finden. Das heißt, es sieht so aus, als wäre der vorgeschlagenen Schutzmechanismen, die machen, dass sie die Angriffe schwerer machen. Sobald wir Stack Integrity auch noch hinzufügen, machen sie die Angriffe sehr viel schwerer. Das heißt, wenn wir Stack Integrity haben, dann können wir den Schutz von aktuellen Systemen sehr weit erhöhen, aber viele Systeme haben keine Stack Integrity. Also wir nehmen jetzt mal an, dass wir Stack Integrity haben und dann Return-Oriented Programming kann man dann nicht mehr machen und der Angriff wird wesentlich schwerer. Der Angreifer muss einen Pfad finden durch die virtuellen Aufrufe und muss sich auf der Angriff wird einfach sehr schwer dadurch. Ein Interpreter würde Angriffe viel einfacher machen, wenn wir uns überlegen, was wir zum Beispiel ein Stück Code haben, was wir einfach einfügen können in das Image, was ausgeführt wird. Und selbst unter den Beschränkungen von voller Control Flow Integrity erlaubt immer noch anderen Code auszuführen. Und es würde euch wahrscheinlich überraschen, wie viele Turing-vollständige Möglichkeiten es hier gibt. Es gibt zum Beispiel printf-orientierte Programmierung. Printf ist
Turing vollständig. Und wir können jedes beliebige Programm in einen Format String überführen. Wir können Speicher lesen und schreiben und wir können auch Bedingungen implementieren. Der Programmzähler wird der Counter im Format String und wir können einfach den Program Counter bewegen. Wenn man Schleifen machen will, können wir den Programmzähler, diesen Format String Zähler überschreiben und verschiedene Teile des Format Strings werden einfach auf den Bildschirm geschrieben und wir können darin herumspringen und unseren Programm Counter verschieben und an verschiedene Stellen springen. Und dies ist eine Turing-vollständige, domain-spezifische Sprache. Um es nochmal interessanter zu machen, hat jemand schon von Brainfuck gehört? Das ist auch eine spaßige, Turing-vollständige Sprache, die nur 8 verschiedene Symbole hat. Man kann den Datenzeiger vorwärts und rückwärts bewegen. Man kann in der aktuellen Zelle den Wert erhöhen und erniedrigen. Man kann einen Buchstaben auf den Bildschirm schreiben und man kann einen Charakter holen. Und das ist ein Statement, um den Datenzeiger zu erhöhen, zu niedrigen, addieren, subtrahieren. Und vorwärts und rückwärts bewegen. Und je nach der Implementation von dem Drucker kann man auch diesen Formatstring verändern und kann in dem Formatstring hin und her springen. Warum das von der Version abhängt, die man gerade benutzt, nehmen wir an, dass wir printf in einer Schleife aufrufen. Das heißt, entweder müssen wir auf die aktuelle Implementation gucken von printf in der libc und die internen Daten überschreiben von printf, oder wir haben einen printf in einer Schleife im aktuellen Programm. Und das können wir normalerweise machen in vielen von den Programmen, die wir angeguckt haben. Und wir können den Brainfuck-Interpreter aufbrechen in eine einfache Schleife, die einfach ein printf nach dem anderen aufruft. Und hier ist eine kurze Demo, wie wir beliebigen Brainfuck-Code in eine printf-Sequenz übertragen können und dann Brainfuck ausführen können durch einfach eine Serie von printf. Ich habe hier eine Menge von kleinen Brainfuck-Programmen und wir fangen mal an mit dem Fibonacci. Das ist ein kurzes Brainfuck-Programm, das einfach nur Fibonacci-Zahlen berechnet. Und einmal kompilieren, das Programm kompilieren und wir haben der Bildschirm ist etwas klein, aber ihr könnt auf der GitHub-Seite gucken und das selber runterladen und ausprobieren. Also es läuft aber das Printf-Fibonacci-Programm in einem einzigen Printf-Statement und wir erzeugen hier die verschiedenen Fibonacci-Zahlen. Und das ist nur ein Printf-Statement, das einfach nur immer wieder ausgeführt wird. Das ist eigentlich ein Brainfuck-Programm, was diese Zahlen berechnet. Und es gibt noch ein anderes lustiges Programm. Habt ihr schon mal gehört von 99 Bottles of Beer, 99 Bierflaschen? Und das ist etwas länger. Ein etwas längeres Programm und wir starten das auch und gucken mal, was es macht. Und interessanterweise wird es schneller, je mehr Bier man getrunken hat, desto schneller wird es schneller, die Zahlen hinzuschreiben.
Es gibt auch Game of Life hier. Und es gibt ein Mandelbrot-Fraktal-Programm und ein Sierpinski-Dreieck. Und das sind alle in einem einzigen Printf-Statement. Und man kann ganz viel Spaß damit haben mit diesem Interpreter. Es ist Open Source. Ihr könnt es einfach runterladen und benutzen und damit rumspielen. Und hier ist die Adresse auf GitHub, wo man das runterladen kann. Und spielt mit der Turing-Vollständigkeit und guckt, was passiert. So, die Schlussfolgerung. Low-Level-Languages werden uns erhalten bleiben und diese sind bieten ganz viel Potenzial und ich habe gezeigt, dass nur ein einziger Printf-Call einfach in einer Schleife ausgeführt werden kann oder indem man einfach nur interne Implementation von Printf anguckt, kann man das volle Potenzial dieser Low-Level-Programmiersprachen ausschöpfen und seltsame Maschinen verstecken sich überall. Es ist nur eine einzige Memory Corruption, das heißt, wenn man eine Format String Vulnerability hat oder Memory Corruption, dann kann man das erste Argument von Printf kontrollieren und dann hat man einen Turing-vollständigen Interpreter, mit dem man Beliebiges ausführen kann. Ohne Stack Integrity sind die Verteidigungsmechanismen einfach schon gebrochen, schon kaputt. Und mit Stack Integrity gibt es immer noch die Möglichkeit, dass der Angreifer viele lustige Sachen machen kann. Und ich ermutige euch, mit dem Code rumzuspielen, den wir haben, ein einfaches Python-Skript, das die Brainfuck-Programme übersetzt in lange Format-Strings. Und die Format-Strings gibt es da und habt einfach Spaß damit. Thank you, Matthias. We have some minutes for questions, if any. So. Ja, wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Haben wir hier Mikrofone? Gibt es Fragen? So go home, play with Printf. Also geht nach Hause, spielt mit Printf. Ich bin noch eine Zeit da. Ja, da ist eine Frage. Bitte. Yes. Hallo. Hallo. Yes. Ja. Vielen Dank. Eine sehr gute Präsentation. Ich habe eine kurze Frage. In den Printf, in einigen Implementationen ist das aber deaktiviert. Nur %N gibt der Speicher Schreibzugriffe. All das, was wir in allen Implementierungen, die ich gesehen habe, sind sie implementiert. Und in Visual C, ist es, Microsoft Visual C, ist es per Default deaktiviert, aber man kann es aktivieren. Danke. Please leave or stay silent. Bitte geht oder bleibt ruhig. Ich habe mich gefragt, ich habe eine Diskussion gesehen neulich auf der Mailingliste über SafeStack. Und ich bin einer der Autoren. Ja, und ich würde gerne es ist großartig. Nach der Meinung fragen. Wir haben eine frühere Version bei OSDI veröffentlicht. Die aktuelle Version in LLVM ist ein bisschen beschränkt, hauptsächlich als Debugging-Tool ausgerichtet. Aber die zugrunde liegende Idee ist, euch ein Tool zu geben, das Stackframes schützen kann und Stackframe-Integrität ohne jeden Overhead zu bekommen. Ich denke, es ist großartig, ein sehr gutes Werkzeug und ich denke, es sollte in LLVM eingebaut werden ohne weiteren Overhead. Thanks. Okay, thanks again, Matthias. Ja, vielen Dank, Matthias. Und in 14.